voll fahre. Guten Tag. Roman hat mich gesehen, das ist das Problem. Naja, du bist ein Problem, würde ich eher sagen. Ja, du auch, hi. Ja, also die Aufstellung. Und so, herzlich willkommen. Ich bin die Mannschaft heute mit der 4-5-1-Formation. Und zusammen mit herzlich willkommen zu mittendrin in diesem Halbfinale in der Königsklasse. Der Ball rollt. Heute mit dem die Anspannung bei den Spielern, bei den Fans. Gegen Monaco. Geht's los. Alvaro Dominguez. Rückpass zum Torwart. So, natürlich, kein Problem. Er holt sich den Ball. Ja, ich habe lange gepennt, mir geht's scheiße und so. Die Flagge kommt gut rein. Gut aufgepasst in der Abwehr. Das hätte gefährlich werden können. Ja, das war ich halt nicht da. Das ist wohl wahr. Hazard. Xhaka. Rafael! Und jetzt der Schuss! Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Ecke, jetzt wird's gefährlich. Rafael! Sein Buzzer funktioniert. Du bist aber mehr als klar. Bernardo Silva. Fabinho. Und jetzt wird es Einwurf geben. Und nun Rafael. Ich muss glauben, dass die Aufnahme von der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Nee, sogar eigentlich 15, wenn man das eine, was verdoppelt, oder wo du den Cut nicht gemacht, richtig gemacht hast. Ja, keine Ahnung, das ist aber... Das war keine gute Aktion von ihm. Was war das? Der Ball geht hoch und zieht Ecke. Dumm war das, aber egal. Gut für mich. Götze! Nee, nicht Götze, Kacke! Das gibt Einwurf. So wie es aussieht, nach aktuellen Aussagen, geht Götze. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Jetzt Raphael. Gefährliche Flanke. Da kommt der Torwart mit einer Faust dran. Wie ist das so? Messi. Nee, Messi nicht, der ist zu klein. Man muss sich mal vorstellen. Ronaldo und Messi eine Chance. Ein guter Kopfball. Oh. Super Tor. Erwartet sich eine Option. Ja. Von allen Seiten aus draufballern, ne? Und das Tor jetzt nochmal in der Wiederholung. Die Flagge war lang unterwegs, aber auch sehr gut reingebracht. Und da fällt der absolut leicht. Die können echt auf jeder Seite. Wir schauen nochmal kurz auf den Treffer mit Köpfchen. Und dann gegen Köln. Wumm. Tor nach der ersten Sekunde. Tor, zweite Sekunde. Tor. Lewandowski und Ronaldo würden das machen, oder? Natürlich. Den muss er jetzt machen. Götze. Und noch eins. Super Mario. Das ist der Doppelschlag. Nein, Mario. Da pennt die Abwehr aber auch. Das ist das zweite Tor in den letzten paar Minuten. Den macht er gut mit dem Ball. Bringt den richtigen Moment hoch und macht den Ball rein. Schaut doch gut aus. Es steht 2-0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Hat die ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Schmelzer. Götze. Da geht er gut dazwischen. Das wird, muss mir jetzt einfallen lassen, weil ich abgesehen von meinen Screens, Programmen auf Twitch, was ich das Fabinho mich für Dings aus Border. Tolle Flanke! Jetzt der weite Ball auf Falcao. Flanke zu ungenau, so hat sie der Torwart. Ja. Einzelspieler wollte ich dann auf Flipkopf-Star spielen. Wir könnten dann ja so ein Multiplayer. Sehr gut reingespielt. Rafael!
Den Ball hält er gut. Extra Sato. Dann müsste ich mir das Spiel kaufen. Ja. Magni. Klasse Versuch hier nach dem Eckball. Der war fast drin. Da hat sich viel gefehlt. Gute Aktion. Okay, ich habe jetzt nur das Alter und von zwei und auch. Ivan Cavaliero. Er spielt den Pass auf den Flügel. Das Zuspiel geht in Richtung Falcao. Bernardo Silva. Der Ball ist kein Problem für den Torhüter. Und da lag er richtig, auch wenn er nur einen Hauch vorne war. Gute Entscheidung, die Fahne zu heben. Hazard. Den Ball spielt er raus. Schöne Flanke. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Schmelzer. Ball im Aus. Abstoß. Und Moutinho. Nun Jeremy Toulanon. Jetzt Raúl Moutinho. Umtiti. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Da stand er gut und geht Freistoß. Ivan Cavaliero. Sie versuchen das Spiel jetzt frei zu machen. Wendt. Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Fabinho. 3 Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. Joao Moutinho. Jetzt können sie einwerfen. Wird da eine Chance raus? Er wirft den Ball schnell ein. Fabinho. Gut war das. Gut, gut. Überzeugend. Wer es so weit gebracht hat im Champions Cup, der will natürlich auch ins Finale. Wir begrüßen Sie zurück in diesem Halbfinalspiel, liebe Zuschauer. Und die Partie läuft bereits wieder. Wir freuen uns auf intensive zweite 45 Minuten. Dinga. Hand und er gibt den Freistoß. Ich denke, die Entscheidung geht in Ordnung. So bekommen Sie keinen Fuß mehr in die Tür. Sie müssen im Abschluss besser werden. Ach, scheiß Autowechsel. So eine Wunderlichkeit. So ein Karton eigentlich schon perfekt. Wer locker am Ball gekommen, dafür. Ich muss mir kurz Worten rufen. Mario Götze, Buschi. Ein Tor konnte er ja schon machen. Guter Auftritt bisher. Daran wird er anknüpfen wollen. Tor. Und das ist unglaublich, wie er hier die gesamte gegnerische Abwehr austanzt. Ja, das ist eine beruhigende Führung für Sie. Fabinho. Ivan Cavaliero.
ist heute richtig gut drauf, Kuschi. Eine überragende Leistung, schon sein dritter Treffer. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Götze. Da zieht er ab. Der geht daneben. Das wird Abschluss geben. Ivan Cavaliero. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Umtiti. Heute springt der Funke nicht von der Mannschaft auf die Fans über. Kuschel, hör mal. Nee, ganz im Gegenteil. Durch die Leistung ist jegliche Euphorie hier im Stadion verflogen. Da kommt der Schuss. Da passt der Torhüter auf. Den hat den Dings. Den hat Rick. Auf dem Papier sind beide Teams nahezu gleich stark. Aber die Anzeigetafel sagt uns heute was anderes. Also damit, Wolf, hätte ich vor dem Spiel nun wirklich nicht gerechnet. Ich bin von einem knapp. Er schießt. Da ist der Torwart da. Gut gemacht. Jetzt also, gibt's gleich die Ecke. Für beim Sieg oder Hattrick Sieg. Es gibt dazu nochmal Bonis, wenn ohne Gegentor. Es gibt Bonis. Xhaka. Jetzt zu Lalonde. Schussversuch! Da hat nicht viel gefehlt, ganz knapp drüber. Das heißt auch ohne Karten. Und der Rest dürfte ja soweit klar sein. Er versucht einfach mal, kein schlechtes Ding. Aber natürlich auch eine unglaublich große Distanz. Obwohl er solche Los. Dinger immer wieder versucht. Mit deiner Bestellung. Ich habe vergessen, die Handy nochmal anzugeben. Und wir freuen uns auf die nächste Bundesliga-Begegnung für Gladbach. Dann geht es auswärts gegen den SC Freiburg. Auf diese Partie freue ich mich ganz gut. Ah, da geht er vorbei. Da kommt der Schuss. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Da geht keiner dran, wa? Ne. Nach 22 Uhr. Aber die Lieferung kommt noch, oder wie? Ja, ich denke schon. Ich hoffe. Ich will hoffen, dass sie da eine behinderte Klingel finden. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Der Trainer hat ein Einsehen und... Bei dir klingelt. Ihr seid jetzt live dabei, wie ich meine Probleme kläre. Ja. Ich bin mal höchst unprofessionell. Wie immer, ja. Jo, Icke. Nimmt ihn aus der Partie. Dann, das war João Moutinho! Deswegen. Seit seinem Treffer strotzt er nur so vor Selbstvertrauen und jetzt hat er den Doppelpack. Ja, also das sind Millimeter, die hier dafür sorgen, dass der Ball doch noch ins Netz geht. Genau. Schlechter Service ruft aber nochmal. Ganz bittere Nummer mittlerweile. Jetzt steht 5:0. Ja, gut, aber viele spricht für einen Kantersieg. 5:0 gestern, aber er bestellt auch nochmal. Der nächste Gegner von Borussia Mönchengladbach heißt SC Freiburg. Heute haben sie richtig gut gespielt. Das werden sie in der nächsten Partie genauso machen wollen. Ah, da passt er nicht auf. Nicht gut verteidigt. Geht er rein. Brillant gemacht. Ein weiteres Tor, kurz vor Schluss. Viel müssen wir dazu eigentlich nicht mehr sagen, oder Buschi? Nee, Wolf, der Deckel war vorher drauf auf dieser Partie. Eine ganz starke Leistung, die sie da heute gezeigt haben. Und der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Dann 6-0.
Eine Runde können wir uns wieder sparen. Rückrunde, so. Rückrunde der Ball ist, im Seitenhaus, gut. Einwurf. Sven Bender jetzt. Klasse gemacht, starke Block. Ja, ist ja auch egal. Jetzt klingelt, klingelt. Da war noch einer dran, daher Eckstoß. Was ist so an das, Alter? Das war ja Ping-Pong-Game, Game. Guck mal jetzt hier. Nee, gibt's keine Wiederholung? Warte mal. Ja, komm. Nee, zurück. Blenden. Blub. Ping-Pong. Schuss! Schöner Versuch hier nach der Ecke. Nun ist bisschen zu stark. Ganz knapp. Egal, 6-0. Da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. 3 Minuten gezogen. Also Atletico hat gestern Bayern nicht geschlagen. Oder war das? Ja, gestern. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Abgepfiffen, es gibt Freistoß, den Ball hat er mit angespielt. Richtige Entscheidung, der Schiedsrichter hatte aber auch eine gute Position. Hazard. Da passt der Torhüter auf. Nochmal noch Ecke. Zögern wir das jetzt wieder 12 Minuten nachspielen. So wenig. Tor. Ecke. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Abwehrspieler sind vorne bei dieser Ecke. Klar, sie hoffen auf den hohen Ball. Wie viele Ecken gab es heute? Das sehen wir hier im Raphael. Gut gemacht, den Ball hat der Torwart Digger. Und damit war es das. Das Spiel ist zu Ende. Rückrunde unnötig. Ne? Können wir doch aufgeben. Ich würde mal sagen, dann bis zum nächsten Mal.